So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Projekt Wing. Heute haben wir wieder ein anderes Thema, das auch eigentlich zu den Grundsachen dazugehört, was man eigentlich alles schon auf der Parking Position oder am Boden halt einstellen sollte. Und heute geht es um die Kommunikation. Ihr seht schon hier, ich habe hier seitlich schon so ein Simple Radio Panel eingeblendet. Das werde ich da, damit ihr euch dann in-game besser zeigen kann, welcher Kanal jetzt drin ist, welche Frequenz und so weiter und so fort. Gut, wir sind aber jetzt mal jetzt im Editor und jetzt gucken wir uns mal im Editor an, was wir im Editor alles hier einstellen können. Dazu müssen wir hier auf dieses Funksymbol gehen. Gut, hier geht nicht wirklich viel. Da sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kanäle, wobei die ersten drei eigentlich jetzt mal wichtig sind. Das sind meine Specials. Hier seht ihr schon, der Special 1 ist auf 305. Das ist meine Frequenz. Ich habe hier auch noch einen Wingwave jetzt hier hingesetzt. Der ist auch auf der 305. Okay. Und hier kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt noch einen zweiten Wing Flight habe oder sonst irgendwas, je nachdem wie ich das, oder einen zweiten Flight habe, den ich schnell erreichen muss, kann ich da jetzt die dementsprechenden Frequenzen eindrehen. Das mache ich jetzt aber nicht. Und da, die da unten, EFG, H, die sind für das FR24, für das zweite Funkgerät. Das lassen wir auch erstmal. Ich muss ehrlich sagen, die habe ich noch nie wirklich gebraucht. Aber damit ihr wisst, wo man die einstellen kann, wo man das findet. Gut, ich habe jetzt in der Mission mal hier habe ich eine F5 mit der 305, die ist auf der gleichen Frequenz wie ich. Dann habe ich hier eine A10, die ist auf 125. Und hier oben habe ich einen Airwax, der ist auf der 251. Aber die 251 habe ich hier nicht eingespeichert bei mir. Die werden wir manuell eingeben. Hier sieht die 251 haben wir nicht. Die werden wir manuell eingeben. Und hier vorne habe ich noch zwei Hubschrauber. Da ist noch ein Huey und da oben ist noch ein SH. So ein Black Hawk. Für Flughäfen, das Ganze brauche ich keine Funkkanäle, weil die sind schon alle hier im Radiomenü vorprogrammiert. Gut, dann würde ich sagen, wir hüpfen mal in die Mission und schauen uns das mal in der Maschine an. So, dann sind wir jetzt in der Maschine. Wir sind hier hot auf dem Airfield. Gut. So, falls ihr jetzt irgendwo mal einen Multiplayer joinen solltet oder sonst irgendwas, ne? Wo bekomme ich jetzt her, was wo eingespeichert ist? Jetzt mal zumindest mal hier die 1, 2, 3 Special. Und hier unten, das ist das FR22 da oben da. Und dann das FR24. Wie ich die ansteuere, zeige ich euch jetzt gleich mal. Adjust Controls. Zwar das FR22 steuere ich an mit FR22 Push to Talk, das ist unter Radios. Und das FR24 ebenso mit Push to Talk. Natürlich gibt es hier wieder mal keine Keybindings. Aber das sollte nicht der oder das Problem sein. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. So, wo bekomme ich jetzt her, damit ich weiß, zum Beispiel ich bin jetzt irgendwo auf einem Public Server gejoint, weiß nicht alle Frequenzen jetzt auswendig, wo weiß ich jetzt, wo muss ich jetzt danach gucken? Ein guter Ansatz ist mal das Kneeboard. Da gibt es eine eigene Seite und das ist die hier, seht ihr? Special 1,
Gut, ich werde das jetzt mal hier pausieren hier. Special 1, 305, das ist mein Kanal, seht ihr hier. Also ich werde das jetzt ein bisschen so her, dass ihr besser seht. Das ist jetzt Special 1. Fertig. Dann Special 2 bis 246. Seht ihr? Special 3 bis 265. Okay. Gut. Das sind jetzt die mal. Die da oben, diese Reihe. Dann haben wir noch diese Reihe hier. Was ist das jetzt, ne? A, G, B, C, E, C2, D, E. Hier für einen Moment, ich muss mal kurz entmuten. Vorsicht. Ich muss da jetzt ein bisschen näher rangehen da, dass ihr das besser seht. Jetzt wackelt das hier. Ich sollte mir das echt mal auf den Joystick legen, extra für die Tutorials. So, für was sind die hier jetzt? Die sind hier für die Flughäfen. Ups, falscher Knopf. Mal das jetzt mal weg. Zum Beispiel, wir sind jetzt auf Kutaisi. Da ist Kutaisi. Ich werde das jetzt gleich mal hier unterstreichen mit dem Links. Das ist ganz gut. Und jetzt auf Kutaisi. Kutaisi ist 14, Runway 14. Das heißt, dieser Knopf hier, 14. Das wäre jetzt Kutaisi. Wenn ich jetzt Kobolette möchte, ist 13. Okay, eins zurück. Nee, 13. Jetzt habe ich Kobolette. Aber ich möchte jetzt Kutaisi 14. Passt. Und hier unten steht A ist 4,4 MHz. A 4,4. Dann B 134. Steht auch hier. Dann C 41. 41.000 AM. Und C2 263 MHz. Und fertig. 263.000 und fertig. Und das DE, das ist 0000, das ja, das ist wahrscheinlich nicht implementiert oder so irgendwas. Gut, passt. Dann haben wir das mal. Also jetzt haben wir mal, jetzt kann ich hier meine Flights hier, also die vorprogrammierten, verwenden. Und jetzt weiß ich, wie ich hier mit den Knöpfen und mit dem Drehschalter hier mit dem Flughafen kommuniziere. Mit der Funk-Push-to-Talk-Taste. Gut. Dann das nächste. So, jetzt wackelt das ein bisschen. Ist, ich habe hier unten noch eine. Ich werde das jetzt mal hier hin tun, dass ihr es besser lesen könnt hier. Ich habe hier unten noch, jetzt habe ich hier noch einen Drehknopf. Und hier habe ich auch noch 9 oder 10 Tasten. Für was ist das jetzt? Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und zwar, ihr habt da unten die Groups. Zum Beispiel, hier haben wir jetzt die A10A. Das ist der Name, den ich im Editor eingegeben habe. Das ist A10A125, damit ich weiß, dass das auch das Richtige ist. Warte, ich gehe mal kurz auf die Karte, dass ihr das seht. So ist jetzt zum Beispiel die A10A ist hier. Der habe ich den Nummer, die Namen gegeben, A10 125. Okay, die hat Kanal 125, also die hat Frequenz 125. Hier die F5 hat 305 und so weiter und so fort. Und der Airbags eben hat die 251.000. Passt. Gut. Der Airbags wird hier nicht aufgeschlüsselt. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber wir wissen ja seine Frequenz. Das machen wir dann gleich anschließend. Gut. H10A ist 1.1. Was sagt mir das jetzt? Jetzt müsst ihr hier oben wieder gucken auf FR22. Das heißt 1, ich bin hier, das ist die Gruppe. Und das ist der Client. Hier unten. Das heißt, ich habe hier 1, 1. Und jetzt bin ich hier, seht ihr, 125.000. Das gleiche hier bei der SH60. Gruppe 2, 1. 127, 500.
527, 500. Dann habe ich jetzt hier den UH1, der ist auf 3,1. Und fertig, 25100. Okay, das ist sogar die Frequenz, was der Airwax hat, aber das machen wir dann anders. Dann haben wir noch die 4,1, das ist die F4, 305. Und haben wir noch den IOTS-37 Piloten, das sind wir selbst halt. Oder zumindest der Kerl neben mir hier, mein Wingman ist das, den haben wir auf der 8. 305.00 AM, 305.00. Fertig. Okay, so, ich hoffe, das ist jetzt soweit verständlich, ansonsten bitte in den Kommentaren nachfragen nochmal. Gut, und jetzt haben wir hier die EFGH. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die noch nie gebraucht, aber ich erkläre euch trotzdem, wo man die findet. Das ist nämlich hier das FR24 ist das. Das ist nämlich für das hier, für das zweite Funkgerät. So, vorsichtig, tun wir die Pause raus. Guck, wo der Knopf ist hier. Steuerung F9 ist das. Sorry, ist ein bisschen. Was haben wir jetzt? Das hier. Okay, dann sind wir jetzt hier gestoppt wieder. So. Wenn ich hier auf dieser Dingen, also auf Norm Lahm habe, dann funktioniert das hier, das Intercom und vorne das FR22. Wenn ich jetzt aber hier auf H schalte, seht ihr das? Jetzt bin ich hier 121,5. Das ist der Kanal hier. Aber mein FR22 ist jetzt aus. Das ist jetzt so eine Art Guard-Frequenz. Und hier ist es, ist das auf Guard. So, da höre ich das mit und das vorne. Hier, FR22. Jetzt bin ich auf H, 121,5. Auf E, 125,00. Auf F, 121. Und auf G, 141. Wenn ich auf Norm zurückgehe, dann habe ich nur noch mehr, habe ich nur das hier. Nur das FR. Das hier drin, das FR22 und hier die G-Frequenz, die Guard-Frequenz, das hier. Okay, aber wir schalten diesen Schalter immer auf Norm Lahm. Gut, so, das waren jetzt mal die beiden Funkgeräte im Groben. So, Vorsicht, Shake. So, und jetzt gehen wir aber hier hin. So, mal gucken, muss ich das irgendwo. Ne, das muss. Da kann ich das jetzt, wenn ich das raus. So, hier muss ich es nochmal. Ja, dann geht das, passt. Machen wir auch auf 0. Jetzt haben wir alles 000 hier. So, jetzt wollen wir unseren Airwax erreichen. Ich meine, wir wissen zwar, Airwax hat 251, also brauche ich eigentlich nur Q3,1, dann kann ich den Airwax erreichen. Ich will das aber nicht. Ich will den mir jetzt manuell einstellen. Manuell stelle ich den ein mit diesen Drehknöpfen hier. Das heißt, mit dem hinteren kann ich die großen Zahlen hier. Das ist wieder so eine Sache, dass das nicht. 2,5 mit dem. Jetzt muss ich den kleiner vorher noch. Das ist der kleine. Ich weiß, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Und hier das gleiche. Hier haben wir auch einen Drehknopf. Den drehe ich runter auf 251,00. Auch zwei, also hier vorne einen kleinen und hier hinten den großen. Okay, jetzt haben wir die eingedreht. So, aber jetzt habe ich hier oben immer noch nichts, wie ihr seht. Ich stehe immer noch 000. So, wie komme ich jetzt, dass ich dazu, dass ich jetzt mit dem Airwax funke? Wenn ich auf H gehe, okay, habe ich hier die 21,5. Wenn ich auf 1 gehe, habe ich die 305. Wenn ich auf 2 gehe, habe ich die 264. Wenn ich auf 3 gebe, habe ich die 265 und jetzt gehe ich auf die Minus, seht ihr? Und jetzt habe ich das Funkgerät hier drin. Und jetzt werden wir mal den
Airbags mal fragen, wie das Overlord, Pontiac 1-1, so läuft, da request immer. picture. Pontiac 1-1, Overlord, clean. Und fertig. Und ich habe den Airbags erreicht. Gut. So, ich glaube, das war's mal mit der mit dem Radio. Ich glaube, jetzt habe ich alles dabei gehabt. Die Einstellungen haben wir gemacht, ja. Und eben das alle Funktionen mal durchgegangen hier mit dem Backup-Radio hier vorne. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Falls noch irgendwas unklar ist oder irgendwas oder ich irgendwas vergessen habe, bitte in die Kommentare oder eben auf meinem Discord. Der Link ist eh in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss, tschüss. Ach ja, noch vergessen, sorry. Danke an die Spartan Pilots. Ich habe mal kurz mich kurz auf einem Server hier mal kurz niedergelassen. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Dann tschüss, tschüss.